In der Ebene seien ein Rechteck EFGH und eine Zahl k verschieden von 0 und verschieden von 1. Klein a, beweise die Gleichheit, Vektor EO Skalar Vektor OG ist Vektor FO Skalar Vektor OH, in der O ein beliebiger Punkt der Ebene ist. Klein b, die Punkte M, P und Q sind definiert durch Vektor EM gleich K mal Vektor EH, Vektor FP gleich K mal Vektor FH, Vektor QG gleich 1 minus K mal Vektor FG. Beweise, dass die Punkte M, P und Q kollinear sind. Klein c, der Punkt N ist definiert durch Vektor NG gleich 1 minus K geteilt durch K mal Vektor EN. Beweise, dass der Punkt N ebenfalls kollinear mit M, P und Q ist. Beginnen wir mit klein a. Angegeben wird das Rechteck EFGH und ein beliebiger Punkt O in der Ebene. Unsere Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn diese Gleichheit stimmt. Von da nach da haben wir den Vektor EO ersetzt durch den Vektor minus OE. Und wir haben den Vektor FO ersetzt durch den Vektor minus OF. Und die beiden Minuszeichen heben einander auf. Diese Gleichheit wiederum ist gültig, dann und genau dann, wenn diese gültig ist. Von da nach da haben wir OG ersetzt durch OH plus HG. Und OF ersetzt durch OE plus EF. Jetzt können wir beidseitig die Distributivität des Skalarprodukts gegenüber der Vektorenaddition anwenden und finden so heraus, dass unsere Gleichheit stimmt, dann und genau dann, wenn diese Gleichheit stimmt. Hier sehen wir links vom Ist-Zeichen das Skalarprodukt der Vektoren OE und OH, rechts aber auch. Also können wir diese beiden Skalarprodukte streichen und finden so heraus, dass unsere Gleichheit stimmt, dann und genau dann, wenn diese stimmt. Von da nach da haben wir den Vektor HG ersetzt durch den Vektor EF, weil es derselbe ist. Schauen wir in der Zeichnung, Vektor HG, das ist der Vektor EF, weil EFGH ja ein Rechteck ist. Warum haben wir das gemacht? Weil wir jetzt Vektor EF an beiden Seiten sehen. Also nehmen wir dieses Skalarprodukt hier rechts weg, setzen das links rüber und erhalten somit diese Gleichheit, die zu beweisen bleibt. Wenn man dieses Skalarprodukt links rüber setzt, dann wird das zu minus OH Skalar EF. Aber minus Vektor OH, das ist der Vektor HO. Zwischen Klammern bleibt hier noch Vektor HO plus Vektor OE. Und die sind aufeinanderfolgend. Ihre Summe ergibt also den Vektor HE. Unsere Gleichheit ist richtig, dann und genau dann, wenn dieses Skalarprodukt 0 ergibt. Also, wenn Vektor HE Skalarvektor EF 0 ergibt. Und dieses Skalarprodukt ergibt 0, weil hier ja ein rechter Winkel ist. Und deshalb ist unsere Formel okay. Kommen wir jetzt zu klein b. K ist eine reelle Zahl verschieden von 0 und auch verschieden von 1. Die Punkte M, P und Q sind durch diese drei vektorielle Gleichheiten definiert. Und wir sollen jetzt beweisen, dass diese drei Punkte M, P und Q kollinear sind. In der Zeichnung sieht das effektiv so aus, auch wenn wir den Wert dieser Zahl k verändern, scheinen M, P und Q kollinear zu sein. Um zu beweisen, dass sie effektiv kollinear sind, reicht es zu beweisen, dass es eine reelle Zahl R gibt, so dass der Vektor MP R mal der Vektor MQ ist. Beweisen wir also diese These. Wir starten mit dem Vektor MP.
den Vektor mp zerlegen wir in Vektor me plus Vektor ef plus Vektor fp. Also so. Diesen Vektor me können wir ersetzen durch k mal Vektor he. Denn hier steht, Vektor em ist k mal Vektor eh. Und daraus können wir natürlich schließen, dass der Vektor me k mal der Vektor he ist. Also so. Und den Vektor fp können wir ersetzen durch diesen Vektor k mal fh wegen dieser Hypothese. Jetzt haben wir hier zwei Termen versehen mit dem Koeffizienten k. Also setzen wir die zusammen und klammern k aus. Zwischen Klammern bleibt dann Vektor fh plus Vektor he. Und diese zwei Vektoren sind aufeinander folgend. Ihre Summe ergibt also Vektor fe. So. Und k mal Vektor fe ist dasselbe wie minus k mal Vektor ef. Und dann können wir den Vektor ef ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 1 minus k. Wir wissen also, dass der Vektor mp gleich ist zu 1 minus k mal Vektor ef. Jetzt kümmern wir uns um diesen Vektor mq. Diesen Vektor zerlegen wir in Vektor me plus Vektor ef plus Vektor fq. Also so. Und hier können wir Vektor me ersetzen durch k mal Vektor he wegen dieser Hypothese. Und Vektor fq zerlegen wir noch in Vektor fg plus Vektor gq. Diese Summe können wir noch etwas anders schreiben, denn der Vektor gq ist dasselbe wie 1 minus k mal Vektor gf. Das steht hier. Denn wenn Vektor qg 1 minus k mal Vektor fg ist, dann ist der Vektor gq gleich zu 1 minus k mal Vektor gf. Also so. Hier können wir gf verteilen und somit erhalten wir diese vektorielle Summe. Der erste Vektor ist k mal gf, der letzte ist minus k mal gf, also können wir diese beiden streichen. Hier sehen wir minus Vektor gf und da steht plus Vektor gf, auch diese beiden können wir streichen. Und somit bleibt nur noch der Vektor ef übrig. Somit haben wir also letztendlich bewiesen, dass der Vektor mp 1 minus k mal Vektor ef ist, also so, und der Vektor ef, Vektor ef, ist dasselbe wie der Vektor mq. Also können wir Vektor ef durch Vektor mq ersetzen und somit haben wir effektiv gefunden, dass der Vektor mp eine reelle Zahl mal Vektor mq ist. Als r wählen wir also die Zahl 1 minus k. Bevor wir mit klein c weitermachen, behalten wir aus klein b, dass der Vektor mp gleich ist zu 1 minus k mal Vektor ef. Das werden wir gleich brauchen. In klein c sollen wir beweisen, dass diese vier Punkte p, m, q und n sich auf einer selben Geraden befinden. In der Zeichnung sieht das auch so aus, auch wenn man den Wert von k ändert. Um zu beweisen, dass diese vier Punkte kollinear sind, reicht es zu beweisen, dass m, p und n kollinear sind, da wir klein b ja schon bewiesen haben. Und diese drei Punkte sind kollinear, dann und genau dann, wenn es eine reelle Zahl s gibt, so dass der Vektor mn gleich ist zu s mal Vektor mp. Wir starten mit diesem Vektor mn und schreiben ihn in die Form Vektor me plus Vektor en. Und diesen Vektor en nehmen wir jetzt genauer unter die Lupe. Der Vektor en kann geschrieben werden als Summe von Vektor eg und Vektor gn. Und dieser Vektor gn
kann dank dieser Hypothese umgeschrieben werden als k minus 1 geteilt durch k mal Vektor en. Und diesen Term setzen wir links rüber und können dann auf der linken Seite vom Ist-Zeichen den Vektor en ausklammern. Rechts bleibt nur noch der Vektor eg übrig. Die Differenz von diesen zwei Zahlen, das macht 1 geteilt durch k, und somit haben wir bewiesen, dass der Vektor en k mal Vektor eg ist. Also können wir hier den Vektor en durch k mal Vektor eg ersetzen und wir können auch den Vektor me ersetzen durch k mal Vektor he. Den Vektor eg zerlegen wir jetzt noch in Vektor ef plus Vektor fg und verteilen jetzt diese Zahl k. Somit finden wir k mal he wurde abgeschrieben, k mal ef steht da und k mal fg wurde ersetzt durch minus k mal he. Warum? Weil der Vektor fg dasselbe ist wie minus Vektor he. fg ist minus he. Das stimmt, weil efgh ein Rechteck ist. Warum haben wir das gemacht? Weil wir jetzt hier k mal Vektor he haben und da minus k mal Vektor he, die beiden Termen verschwinden also und so bleibt nur noch der Term k mal Vektor ef. Insgesamt haben wir also bewiesen, dass dieser Vektor mn gleich ist zu k mal ef. K mal ef. Und durch diese Erkenntnis aus klein b können wir sagen, dass der Vektor ef dasselbe ist wie 1 geteilt durch 1 minus k mal Vektor mp. Und wir dürfen durch 1 minus k teilen, weil k nicht 1 ist. Das steht in der Hypothese. Also können wir hier den Vektor ef ersetzen durch 1 auf 1 minus k mal Vektor mp und k mal 1 auf 1 minus k, das macht k auf 1 minus k. Somit haben wir also bewiesen, dass der Vektor mn gleich ist zu dieser Zahl mal Vektor mp. Also ist dieser Bruch die gesuchte Zahl s. Und die Eigenschaft ist somit bewiesen.